Hallo, mein Name ist Sarin. Mein Interesse für das Malen wurde tatsächlich erst durch meine kunsttherapeutische Ausbildung geweckt. Ich wollte mein Malen ausbauen und mehr darüber erfahren und habe dabei Paint and Smile für mich entdeckt. Die Malvideos von Paint and Smile sind total interessant. Was mich besonders berührt hat, sind die Farben, die Motive, die total abwechslungsreich sind und auch sehr kreativ. Diese Motive haben mich so angesprochen, dass ich neugierig wurde und mir diese Malvideos angesehen habe. Und ich habe festgestellt, dass jeder Schritt leicht erklärt wurde. Bis ins Detail. Also ich habe da alles in die Hand bekommen, was ich brauche. Zum Beispiel, welche Farbe nehme ich oder wie baue ich ein Bild oder wie strukturiere ich ein Bild. Und. Also das sind Dinge, die ich vorher nicht wusste. Und ich habe für mich entdeckt, dass das, was ich gesehen habe auf den Malvideos, leicht umsetzbar war. Ich konnte teilweise mit dem Video mitmalen. Ich bin natürlich mit kleinen Bildern angefangen. Ich habe festgestellt, jedes Bild ist etwas geworden. Zum Beispiel habe ich hier ein kleines Bild angefangen. Sieht nett aus. Dann habe ich hier etwas größer gemalt. Dann habe ich hier ein anderes Motiv genommen. Zum Beispiel dieses Blumenbild. Ups, so, dieses Blumenbild hier. Und habe es dann auch etwas größer gemalt. Meine Erfahrung mit den Malvideos ist einfach so. Ich habe schnell festgestellt, dass die Räume nicht zu warm sein dürfen, weil die Farbe schnell trocknet. Ich habe dann auch mit Sprühflaschen gearbeitet. Und dadurch, dass das so leicht erklärt wurde, hat mich das so motiviert, dass ich immer mehr gemalt habe. Und dann habe ich so gedacht, naja, ich könnte ja auch für jemanden mal ein Geschenk machen. Und da habe ich dieses Bild gemalt. Auch nach Anleitung, klar. Und nachher habe ich das frei gemalt, weil ich die Technik mittlerweile so verinnerlicht habe. Und ich habe dieses Bild hingezaubert. Dieses Motiv ist auch gar nicht zu sehen in diesen Malvideos. Und ich muss sagen, der Empfänger hat sich darüber sehr gefreut. So. Meine Erfahrung ist auch die, dass man an einem Bild oder an einem Motiv nicht festhalten darf. Ich hatte zum Beispiel ein Motiv im Kopf und habe den Farbverlauf gesehen und habe danach festgestellt, das passt überhaupt nicht. Und das war zum Beispiel dieses Bild mit den Paradiesvögeln. Ich fand das so genial und habe mich so über dieses Bild gefreut und habe das alte Motiv einfach losgelassen. Und bin mit dem Farbverlauf gegangen. Und das ist eine Empfehlung, die ich wirklich weitergeben möchte. Einfach kreativ sein, locker sein. Und die Malvideos, die haben mir dabei geholfen, mutiger zu werden. Und dadurch, dass sie wirklich so leicht sind, ist bei mir so ein Ehrgeiz, hat sich da entwickelt. Und ich habe auf dem Weg dahin so viel über mich erfahren. Ja, ich habe mich einfach weiterentwickelt. Zum Beispiel fand ich auch sehr interessant, wie strukturiere ich ein Bild? Das Blumenbild strukturiere ich anders als dieses Bild, wenn ich Häuser male. Und das ist auch das erste Bild. Es wird immer etwas. Das erste Bild in dieser Art habe ich so gemalt und mir gefällt das total und das werde ich auch behalten. Als ich das meinen Freunden gezeigt habe oder auch im Familienkreis war die Begeisterung so groß, dass meine Nichte sofort eins haben wollte. Und ich habe jetzt drei Bilder verkauft und zwei Aufträge bekommen. Also insgesamt habe ich fünf Bilder verkauft. Ich habe jetzt fünf Bilder verkauft, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe und musste mich mit Dingen auseinandersetzen, wie verschicke ich das und. Aber gut. Ich bin total begeistert, weil die Malvideos
vielseitig sind. Zum Beispiel habe ich meine Kreativität in einem Bild gefunden. Und das ist dieses hier. Ich habe mir Leinwand gekauft, so wie es auch im Malvideo beschrieben wurde, und habe dann dieses Bild ausprobiert. Vor allen Dingen ist es sehr platzsparend. Also diese Infos habe ich alle über die Malvideos bekommen, und mein aktuelles Bild ist der rote Teppich. Schaut euch das mal an, wie toll das aussieht. Dieses Bild ist aktuell, und auch das, was ich im Hintergrund habe. Und ich bin erst 6 Wochen dabei. Kaum zu glauben, aber es ist so. Ich habe innerhalb von 6 Wochen ein paar Bilder schon verkauft und bin total glücklich und spannend, wo meine Reise noch hingeht. Ich bin echt dankbar für diese Malvideos von Paint and Smile. Dankeschön.